Herzlich willkommen zu unserem neuen Format. Das, was jetzt zählt, ein Bewusstseinstalk mit Sabine Helmbold und mir, Alexandra Kleeberg. Ich bin Psychoanalytikerin und meine große Vision ist eine Welt, die heilt. Sabine. Ja, ich bin Sabine Helmbold, Ärztin, Heilpraktikerin, Journalistin und, ganz wichtig und deswegen heute hier mit Alexandra verbunden, Bewusstseinsentwicklerin. Mir geht es darum, die Menschen zu stärken in dieser Zeit, dass sie wirklich ganz bewusst ihren eigenen Weg gehen können. Und so haben wir uns zusammengefunden, Alexandra und ich, und wollen heute darüber reden, was ist das, was jetzt zählt in dieser Zeit? Ja, heute haben wir das Thema Gesicht zeigen. Warum ist Gesicht zeigen so wichtig gerade jetzt? Gesicht zeigen ist deswegen wichtig, weil wir ein Gesicht zum Zeigen haben und wir es nicht verstecken sollten, weder hinter Masken, die wir jetzt von der Regierung verordnet bekommen haben, noch hinter diesen Masken und Rollen, die wir uns selbst in unserem Leben auferlegt haben oder angeeignet haben, indem wir uns angepasst haben zum Beispiel. Und da kommen wir ja in eine ganz andere Ebene, dass es nicht nur um diese Atemschutzmasken geht, die wir sozusagen ablegen sollen dürfen, sondern es geht auch darum, diese ganzen Rollen, die wir uns angeeignet haben, wirklich mühsam, wahrscheinlich über Hunderte und Tausende von Jahren, dass wir die ablegen und die Masken, die wir aufgebaut haben, weil diese Masken und Rollen, die führen immer ja auch zu einer inneren Spaltung. Und Spaltung ist ja auch ein großes Thema. Deshalb ist Gesicht zeigen so wichtig, um diese Spaltung zu überwinden. Denn wenn wir eine Rolle spielen und eigentlich jemand ganz anders sind, dann entzweien wir einerseits unsere Persönlichkeit, aber natürlich auch unsere Energie, teilweise auch auf Kosten unserer Gesundheit. Und wir sind nicht wirklich echt. Und wenn wir nicht wirklich echt sind, können wir auch keine wirklich echten Beziehungen führen, weil ich kann ja nur in Beziehung treten mit dem, was ich bin und nicht mit dem, was ich scheine zu sein. Ja, was ich ganz häufig vorgefunden habe oder auch in Gesprächen gehört habe, ist, ich muss ja das und das noch tun. Ja, ich muss das tun und ich muss ja noch und ich muss noch arbeiten dort und ich muss ja, mein Mann will, dass ich das mache oder das sind so Dinge, in denen wir uns in Rollen hineinbegeben, die wir eigentlich von innen heraus möglicherweise gar nicht so machen wollen und würden. Und ich glaube, da geht es jetzt so ein bisschen darum, in dieser Zeit auch wie so ein Schmetterling aus dieser Verpuppung zu kommen, aus diesem sich verpuppt haben und entwickelt haben und jetzt wirklich auch zu zeigen, wer bin ich? Ich bin wunderschön, ich habe Flügel zum Fliegen bekommen und nicht dazu, in diesem Kokon zu bleiben und mich weiter in dieser engen Hülle aufzuhalten. Es gibt einen Zeitpunkt wirklich für das Ausschlüpfen und Starten. Und ich glaube, gerade weil wir so in der Gesellschaft jetzt diese Enge von außen haben, ne, dass wir von außen so begrenzt werden auch, ist es umso wichtiger hinzuschauen. Du kannst dich auf dich selbst konzentrieren, in dein Inneres gucken und schauen, was ist denn da eigentlich wirklich, was ich entfalten möchte. Und genau darüber wollen wir heute noch ein bisschen konkreter werden, Alexandra. Was hast du selbst so in deiner Praxis und mit den Leuten, mit denen du arbeitest, da für Hilfestellungen mehr in die eigene Kraft und in die eigenen Potenziale zu finden? Ja, die meisten kommen ja, und das hat, finde ich, der Urgrund von allen chronischen Erkrankungen, sogenannten, sie heißen ja auch Zivilisationserkrankungen, dass sich die Menschen abgespalten haben von ihrem eigenen Kern. Und das ist wirklich auch gesundheitsgefährdend, weil es entzweit unsere Energie. Und wir können ja nur in handlungsfähig sein und kraftvoll sein, wenn wir sozusagen in eins sind. Und es ist manchmal ganz extrem, da kam dieser eine Bewusstseinstrainer mit positivem Denken, der wirklich Mengen an Leuten motiviert und begeistert hat und der kam zu mir wegen Selbstmordgedanken, weil er keinen Bock mehr hatte zu leben. Und das kann es ja eigentlich nicht sein. Und das ist was, was ich ja immer wieder erlebe, dass gerade das Symptom die andere Seite sozusagen darstellt oder die Energie von der anderen Seite ist, dass das kommen sehr brave, gehorsame Menschen und das Symptom ist eigentlich diese verdrängte Rebellion oder so, die verdrängte Wut, der verdrängte Zorn, die verdrängte Trauer. Und es geht darum, sich mit diesen allen Gefühlen, mit diesen allen Facetten, die wir haben und wir sind, wenn wir der Frage nachgehen, wer bin ich, wir sind immer viele. Ja, also wir sind ganz, ganz viele. Wir Frauen sind vielleicht noch mehr viele als die Männer. Da gibt es sogar Studien
drüber, dass Frauen irgendwie 150 Gefühle am Tag haben, Männer haben 30, 40, 50, keine Ahnung. Und jedes Gefühl ist wie eine andere Persönlichkeit. Ich bin natürlich anders, wenn ich wütend bin. Ich bin anders, wenn ich traurig bin. Ich bin anders, wenn ich weise bin. Ich bin anders, wenn ich verzweifelt bin. Ja, das sind ganz unterschiedliche Facetten. Das macht das Leben aber natürlich auch interessant, weil in den Rollen kommt ja häufig auch nicht nur diese Unechtheit, sondern da fehlt die Begeisterung drin. Also mein Impuls wäre einfach, sich mal hinzusetzen und einfach ohne Verstand, das ist ganz wichtig, aufzuschreiben, wer bin ich alles? Was sind meine zigfachen, hundertfachen, tausendfachen Facetten, allein wenn ich diesen Tag zurückblicke? Mhm. Ja, wir sind viele. Du hast gesagt, wir sind viele und du sagst ja auch, da kann man eine Liste anfertigen und zum Beispiel so Persönlichkeitsmerkmale und Eigenschaften einfach mal draufschreiben. Ja, man könnte sich sogar ein Gesicht malen, ja, wie ein großes Gesicht und kann das da reinschreiben. Also was sind meine vielen Gesichter? Ich glaube, diese ganze Erziehung zu einer Rolle, ja, in Deutschland ist das ja sehr extrem, meinetwegen beruflich, was man dann mit 17, 18 lernt, das muss man ein ganzes Leben lang führen. Das heißt, ich bin so in einer Rolle. Und das reduziert uns ja total. Und wir haben unglaubliches Potenzial, uns in ganz verschiedene Facetten dieser sogenannten Realität zu entwickeln. Und es geht erstmal darum, zu gucken, so Bestandsaufnahme, was sind überhaupt diese ganzen Facetten? Und du kannst ja noch mehr, dein Thema ist dieses Potenzial auch, was wir haben. Ja, ich möchte gerade noch ganz kurz sagen, ein Gedanke, der mir gerade kam, war, passt dein Gesicht zu dem, was du fühlst? Ja, also passt das Gesicht, was du zeigst, zu dem, was du fühlst, in dir drin? Und das, was du sagtest, ist auch ganz, ganz wichtig. Im Grunde geht es darum, uns wirklich ein Stück weit zu ergründen, reinzuschauen, reinzuhören, reinzuspüren auch. Wie fühle ich mich? Was fühle ich? Und was von dem, was ich fühle, zeige ich nach außen und bringe ich eigentlich in die gelebte Realität, in meinen Tag, in meinen Tagesablauf, in meinem Beruf, in meiner Familie auch wirklich unter? Ja, das ist etwas, was ich auch immer wieder festgestellt habe, dass es da große Schwierigkeiten gibt. Und um auch noch vielleicht den Punkt zu sagen mit der Erkrankung, in meiner Praxis habe ich natürlich viele Menschen auch gehabt, die darüber körperlich erkranken. Und wir haben in den körperlichen Erkrankungen auch Bilder. Wir können da Bilder erkennen von Gefühlen, die nicht gelebt wurden oder von mangelnder Authentizität. Und es ist letztlich die Aufgabe, die Menschen dahin wieder zurückzuführen, zu sagen, schau dir dein Körperbild an, was dein Körper dir zeigt. Dann weißt du ungefähr, was in deiner Seele los ist und schon lange vielleicht unterdrückt wird oder nicht stattfinden darf. Und auch da wirklich rauszukommen, zu sagen, ich zeige das jetzt, was ich fühle, was ich spüre, nach außen. Das heißt, was du noch nichts mehr zu verdrängen, oder? Sondern dass der Impuls, der kommt, die Emotion, die kommt, authentisch nach außen zu bringen. Genau. Und damit auch Gesicht zu zeigen. Das als wirklich in deinem Gesicht, das Gesicht ist ja dein Aushängeschild sozusagen, was du hast, in die Welt zu tragen und dazu zu stehen. Das ist ganz, ganz wesentlich. Und vielleicht in Ergänzung noch der Tipp von mir zu diesem Bild, was Alexandra vorschlägt mit diesem Gesicht, wo ihr reinschreiben könnt, was ihr seid, was ihr für Gefühle habt und Emotionen, für Impulse in euch wahrnehmt, auch einmal nach euren Potenzialen zu gucken, nach euren Fähigkeiten, nach euren Talenten zu schauen und zu forschen und euch auch die Erlaubnis zu erteilen, diese Talente einfach anzusprechen oder auszusprechen, zu benennen. Und viele Menschen haben selber Restriktionen sich auferlegt, Beschränkungen sagen, nein, ich kann doch nicht malen, nein, ich kann nicht schreiben, ich kann nicht tanzen, ich bin nicht dafür geeignet und nicht dafür. Und das ist, glaube ich, auch ein Irrtum. Sondern zu sagen, grundsätzlich können wir so, so viele Dinge und deswegen träumt einfach mal, schließt die Augen, visualisiert das einfach in euren schönsten Bildern, die ihr euch nur vorstellen könnt und er legt euch keine Grenzen auf. Es ist alles erlaubt und alles darf sein. Und indem ihr euch selbst die Erlaubnis dafür auch erteilt, können vielleicht ganz wunderschöne Bilder auch entstehen von Dingen, die in euch schlummern. Lasst sie entstehen und groß werden und bringt sie raus in euch erst einmal.
Und ihr müsst deswegen nicht gleich eine riesige Ausstellung machen mit den Bildern, die ihr malt. Das geht vielleicht am Anfang nicht. Aber es können wirklich Talente zutage treten, die diese ganz vielen Facetten, die ihr habt, wirklich vervollständigen und ein ganz, ganz umfassendes Bild eurer Persönlichkeit auch nach außen tragen. Und da ist es, glaube ich, wichtig, sich zu erlauben, wieder zu spinnen. Das Spinnen ist ja eine urweibliche Tätigkeit oder den Faden, und aus dem Faden wird dann ein Teppich oder ein Lebensmuster oder so. Also es geht so drum, auch ein Stück verrückt zu sein. Wobei ich immer denke, wir sind in einer verrückten Gesellschaft, die sozusagen uns immer wieder gezwungen hat, aus dieser Mitte, aus dem, was wir sind, rauszutreten und eine Rolle zu spielen. Und letztendlich geht es darum, sich zurechtzurücken in die Mitte und da aber dieses Spinnen, dieses Fantasieren jenseits von gesellschaftlichen Normen oder Vorstellungen, einfach mal diese Macht in uns zu aktivieren, dass alles auch ganz anders sein könnte. Genau, das ist ganz toll, was du sagst mit dem Spinnen. Ja, Spinnen ist explizit erlaubt, erwünscht. Und da eben auch diese ganzen Hemmschwellen mal fallen zu lassen, das kann ich nicht, das darf ich nicht, das macht man nicht. Was sagt mein Mann dazu oder meine Frau oder meine Freunde? Völlig egal, macht das für euch selbst. Das ist wichtig, dass man das für sich selber erstmal tut und dass man sich erlaubt, auch zu fühlen, was fühle ich denn dabei? Fühle ich mich gut? Macht mich das vielleicht sogar glücklich, wenn ich so ganz verrückte, tolle Bilder habe, was ich vielleicht machen könnte an Talenten, wie ich die entwickeln kann, ja? Und erstmal an das Machbare glauben und nicht das Unmögliche befürchten, sozusagen. Das finde ich ganz wesentlich auch. Und ich glaube, es ist auch wichtig, jetzt auf einer kollektiven Ebene zu spinnen, was für Visionen einer besseren Welt haben wir denn? Wie kann das überhaupt aussehen? Weil die meisten Menschen, die ich frage, die sagen, es ist halt so, wie es ist, oder? Ich habe ganz großartige Ideen, wie das aussehen kann, dass wir uns gegenseitig stärken, dass wir uns ermutigen, dass wir uns freuen, wenn Menschen authentisch sind, dass wir dadurch andere Gemeinschaften, auch andere Werte entwickeln. Ja, und dass diese Verbundenheit und diese Herzlichkeit und auch diese Spinnereien in diese Welt kommen und da neue Samen sozusagen produzieren, die für unsere heilende Zukunft durchaus wichtig sein können. Ja, und ich glaube auch, dass genau die Vielfältigkeit der Menschen, ja, jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch hat andere Stärken, die er rausbringen kann jetzt. Jeder hat etwas dazu beizutragen, auch wenn er früher noch nie so etwas gemacht hat, ja, weil er sehr gleichförmig gelebt hat zum Beispiel oder sie. Jetzt ist die Zeit, wirklich das mit einzubringen und sich mit Menschen zu verbinden. Und da werden verschiedene Fähigkeiten gebraucht. Ja? Der eine ist mehr der Führer, der andere hat die Ideen, der dritte kann gut vernetzen, der vierte kann mal ausgleichen, mal ein bisschen auf den Teppich wieder runterholen. Also wir haben so viele Möglichkeiten in uns, die wir wirklich in so einer Gemeinschaft für das Neue zusammenbringen können. Und es braucht jetzt einfach nur ein bisschen Mut, ein bisschen Entschlusskraft, wirklich das auch zu tun. Also reinhören, vielleicht mal diese Dinge machen, die wir euch mitgeteilt haben. So, das sind so ganz hilfreiche Tipps eigentlich. Und dann sucht euch Menschen, mit denen ihr euch verbinden könnt und eure eigenen Stärken damit einbringen könnt. Das heißt, es geht nicht nur darum zu gucken, wer bin ich, wie bin ich, sondern auch, welches Potenzial habe ich und dann, wie bringe ich das in die Welt, oder? Damit diese Vielfalt im Inneren sich mit dieser Vielfalt im Außen auch vernetzen und verbinden kann. Genau. Und ganz wichtig ist, nimm dich wichtig. Nimm dich wichtig, denn du bist wichtig. Du bist hier, weil du eine Aufgabe in diesem Leben hast. Du hast ganz viele tolle Seiten in dir, die jetzt vielleicht noch schlummern. Bring sie raus und verbinde dich mit den anderen. Das ist ganz, ganz wichtig. Hab dich selber lieb sozusagen. Ja, steh zu dir. Guck hin und buddel die Stärken aus und deine Talente und deine Neigungen. Und dann kann auch was Großes geschehen. Es kann was Großes geschehen daraus, aus meiner Sicht. Ja, und ich würde das gern noch ergänzen zu diesem, du bist wichtig, du bist einzigartig. Es geht nicht darum, dass alle gleich sind, indem sie gleich nach außen wirken, sondern es geht darum, einzigartig zu sein und dann miteinander auf Augenhöhe zu sein. Da sind wir dann wieder gleich. Aber als Individuum sind wir absolut einzigartig. Und ich glaube, es geht darum, das zu entwickeln, damit sich auch diese bunte Vielfalt bilden kann.
Genau, schöner kann man das nicht zusammenfassen. Okay, das war unser Impuls zum heutigen Thema, das, was jetzt zählt, Gesicht zeigen. Nochmal ganz kurz, also einmal ein Gesicht zu malen mit all den Facetten und mit all dem Potenzial. Und der nächste Weg wäre zu gucken, wie kann ich mich mit diesem Potenzial außen verbinden, damit diese Welt insgesamt auch heilen kann. Vielen Dank, Sabine. Noch ein Abschlusssatz von dir. Ja, das wird euch glücklich machen. Wenn ihr Schritte geht in diese Richtung, werdet ihr glücklich. Es ist wunderschön, wenn man sich wirklich wahrnimmt und authentisch ist und diese Dinge macht und ein bisschen Mut hat und ein bisschen verspielt auch ist, neugierig, ein bisschen kindlich auch ist im Endeffekt. Ja, so ein bisschen wieder zum Kind wird was einfach experimentiert. Ich wünsche euch viel Vergnügen, viel Freude damit und freue mich schon, wenn Alexandra und ich den nächsten Talk hier machen und hoffe, dass ihr wieder mit dabei seid. Und schreibt eure Ideen, eure Impulse, das, was ihr seid, das, was ihr entwickeln möchtet, gerne in unsere Kommentare rein. Wir freuen uns auf euch, wir freuen uns auf dich. Auf geht's. Herzlichen Dank, Sabine. Danke, Alexandra.